Freunde, wir befinden uns hier ja, in Halle 7 und die Hälfte der Halle ist voll mit Blizzard. Ja, Blizzard hat diesmal den wohl größten Stand der ganzen Messe. Riesending, also neben Microsoft und EA natürlich, die sind auch sehr, sehr groß. Ja, ich hoffe, die Musik im Hintergrund ist nicht allzu laut. Wir melden uns zurück von einem weiteren Stand hier auf der Gamescom. Wir sind gerade bei Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Von dem Spiel sind der Arnold und ich, beziehungsweise von der Spielerei, ja ein Riesenfan. Ja, das stimmt. Und wir haben es gerade angezockt, ja. Und ich muss sagen, uns hat es wirklich beiden riesig gefallen. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir konnten eine kleine Mission spielen, die wird später im Spiel nicht enthalten sein. Aber es hat auch richtig Spaß gemacht und jetzt ist gerade der Bildschirm ausgegangen. Das macht aber nichts. Also es ist butterweich gelaufen, das Spiel. Ich weiß nicht, ob es jetzt 60 Bilder waren, aber auf jeden Fall hat es nicht geruckelt, nicht gebuggt. Die Umgebung sah Hammer aus. Es gab Tag-Nacht-Wechsel. Also sehr, sehr viele geile Features, das, was sie versprochen haben, haben sie gehalten. Also mir hat es sehr gut gefallen, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja, also wie Fabian schon gesagt hat, Tag-Nacht-Wechsel, es sieht richtig Bombe aus. Man kann mit einem Pferd reiten, man kann sein Hund zur Unterstützung rufen, einen Sniper zur Unterstützung rufen und so weiter. Falls man keine Munition mehr hat oder der Schalldämpfer kaputt ist, kann man den auch wieder anfordern. Richtig nice, weil das war in den früheren Teilen noch nicht so, dass man das machen konnte. Und man hat unzählige Wege und Möglichkeiten, einfach diese Mission abzuschließen. Entweder du schleichst halt unbemerkt durch, schaltest keinen Gegner aus, oder du nimmst einfach die MG und ballerst dich durch. Mega cool. Also man hat viele Möglichkeiten. Wir freuen uns sehr drauf. Ja, Fabian? Am 1. September kommt es raus und Pflichtkauf. Pflicht. Für jeden Metal Gear Solid-Fan Pflichtkauf. Also viel Spaß, Freunde, noch auf der Messe. Ja, liebe Freunde, da stehen wir nun bei Call of Duty Black Ops Nummer 3. Ich stehe hier zusammen mit dem Pascal. Wir beide haben es anspielen können und sind schon begeistert von der Spielmechanik. Und ja, dieses ganze Moderne, was wir hier in dem Spiel haben, was wir früher in den anderen Teilen nicht hatten, wird immer extremer, wie ich finde. Im Teil davor hat man noch so ein Exoskelett gehabt und hier bekommt man jetzt schon richtig
bionische Arme und man wird langsam zum Cyborg. Und wir haben ein, was haben wir ganz normal, Capture the Flag mehr oder weniger spielen können. Und der Pascal wird jetzt seine ersten Eindrücke uns jetzt mitteilen. Also ja, es ist halt mal wieder ein Call of Duty. Es macht schon auf jeden Fall Laune, wie er schon gesagt hat, hier der Mushroom. Es ist einfach, es wird immer futuristischer. Man kann zum Beispiel jetzt, wenn man dreimal A hintereinander drückt, dann springt er dreimal nach oben und solche Geschichten. Das muss einem natürlich gefallen. Von der Spielmechanik war es super, also es hat schon Laune gemacht auf jeden Fall. Die Waffen, ja, wie gesagt, sehr zukunftslastig. Es gehört halt für mich. Für mich ist das ein Halo eher, wo man dann sagt, okay, hier akzeptiert man das. Mir haben die Call of Duty früher mehr Spaß gemacht. Aber also die Spielmechanik und der Spielfluss und alles war auf jeden Fall schon sehr, sehr angenehm und hat sehr viel Laune gemacht. Ja, da muss ich ihm zustimmen. Es hat sehr Spaß gemacht. Es war recht schnell. Es ging sehr schnell von einer Seite zur anderen Seite, dank diesem Powersprung oder diesem Powerslide, den man auch hat. Ja, aber auf jeden Fall ein Call of Duty. Es macht nichts falsch, es macht aber auch nichts Neues, sage ich mal, mehr oder weniger. Aber, glaube ich, sehr solide. Wir sehen uns, Freunde. Liebe Freunde, da stehe ich nun hier vor Guitar Hero Live, der neueste Ableger der Guitar Hero Reihe. Ich durfte es auch schon anspielen und ich muss sagen, ich fand es richtig geil. Ich habe schon sehr lange nicht mehr gespielt, nur die früheren Teile mit dem alten Gitarren-Controller. Diesmal haben sie einen neuen präsentiert mit 6 Knöpfen, 3 Stück übereinander. Und es ist ein bisschen complicated, ich musste mich erstmal reinfinden, weil man muss erstmal die obere Reihe spielen oder die untere Reihe oder gleichzeitig, also schon etwas crazy, aber ich glaube, man findet rein. Die Songauswahl war jetzt noch nicht so ganz mein Fall, aber richtig smoothie konnte man spielen. Ich war mehr oder weniger schnell wieder drin und muss sagen, cool, ich gucke es mir auf jeden Fall an. Wenn die Songauswahl richtig gut ist am Ende, hole ich es mir wahrscheinlich. Freunde, für jeden Rockstar ein Muss. Damit werdet ihr der Shit in jedem Club, Mann. Wir sehen uns noch auf der Messe, Freunde. Mal sehen, was hier noch zu sehen ist. Ja, liebe Freunde, da stehen wir jetzt hier vor Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Und der Fabian und ich, wir haben das angezockt und wir finden es richtig geil. Und fuck, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, liebe Freunde, da stehen wir nun vor Guitar Hero Live, das neue Game. Was? Ich hab vergessen, von wem das ist.